Was das Glück des völligen Einsseins, das ozeanische Gefühl betrifft, das das Wesen des mythischen Erlebens ausmacht und das dem intensivsten Gefühl der Vereinigung mit einem anderen Menschen oder mit unseren Mitmenschen zugrunde liegt, so hat Freud es als pathologische Regression, als Wiederherstellung des uneingeschränkten Narzissmus der frühen Kindheit interpretiert. Es heißt nur noch einen Schritt weitergehen, wenn für Freud die Liebe an sich ein irrationales Phänomen ist. Für ihn gibt es keinen Unterschied zwischen irrationaler Liebe und der Liebe als Ausdruck der reifen Persönlichkeit. In seinen Bemerkungen über die Übertragungsliebe 1915 stellt er die Behauptung auf, die Übertragungsliebe unterscheide sich im Wesentlichen nicht von dem normalen Phänomen der Liebe. Sich zu verlieben grenze stets ans Abnorme, gehe immer Hand in Hand mit Blindheit gegenüber der Wirklichkeit. Es habe Zwangscharakter und sei eine Übertragung von Liebesobjekten der Kindheit. Als ein rationales Phänomen und als höchster Ausdruck der Reife war die Liebe für ihn kein Forschungsobjekt, da sie keine reale Existenz für ihn besaß. Es wäre jedoch falsch, den Einfluss zu überschätzen, den Freuds Ideen auf die Auffassung ausübten, die Liebe sei das Resultat sexueller Anziehung oder, besser gesagt, sie sei dasselbe wie die im bewussten Gefühl reflektierte sexuelle Befriedigung. In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge genau umgekehrt. Teilweise sind Freuds Ideen selbst vom Geist des 19. Jahrhunderts beeinflusst, teils wurden sie durch den nach dem Ersten Weltkrieg herrschenden Zeitgeist populär. Sowohl die damals verbreiteten Anschauungen wie auch Freuds Auffassungen waren erstens die Reaktion auf die strengen Moralbegriffe der viktorianischen Zeit. Zweitens waren Freuds Ideen von dem damals vorherrschenden Menschenbild geprägt, das von der Struktur des Kapitalismus bestimmt war. Um zu beweisen, dass der Kapitalismus den natürlichen Bedürfnissen des Menschen entspricht, musste man beweisen, dass der Mensch von Natur aus auf Wettbewerb eingestellt und einer des anderen Feind ist. Während die Nationalökonomen dies mit dem unersättlichen Streben nach wirtschaftlichem Gewinn bewiesen und die Darwinisten es mit dem biologischen Gesetz vom Überleben des Tüchtigsten begründeten, kam Freud zum gleichen Resultat aufgrund der Annahme, dass der Mann von dem unstillbaren Verlangen erfüllt sei, alle Frauen sexuell zu erobern und dass ihn nur der Druck der Gesellschaft davon abhalte. Die Folge war seiner Auffassung nach, dass die Männer aufeinander eifersüchtig sein müssten, und er nahm an, dass diese gegenseitige Eifersucht und der Konkurrenzkampf selbst dann noch fortbestehen würden, wenn alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründe dafür verschwunden.